Holz habe ich. 600, ja. Die kann ich auf jeden Fall aufrufen. Auf Stufe 2. Und für die erste Woche ist das schon echt schick, würde ich sagen. Das Vergleich mit der ersten Woche in der letzten Staffel. Da hatte ich mich, glaube ich, nur in seine Haus verbarrikadiert und bin da drin gestorben. Nichts selber gebaut, nichts großartig verteidigt, außer ein paar von den stinknormalen Spikes, nicht mal die großen Spikes, außenrum gehabt. Das könnte was werden. Hoffen wir das Beste. Genau, hier, Bögen wegsortieren. Weg, 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 weg. Waffenteil noch wegsortieren. Da, die Pistole. Wobei, da ich jetzt eh auf die Horde warte, mach währenddessen durchgehend weiter Bögen. Ich höre Schritte. Dum, 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 dum. Das wird ein normaler Zombie sein, oder? Irgendwo sind gerade Beine gestorben. Nicht bei mir. Oh, die Tür ist offen. Wo sind die Gitterdinger? Da sind die Gitterdinger. Gib mir die Gitterdinger. Kling. Achso, Mist. Okay. So. Also ich hier oben jetzt Ausschau halten, bis die Horde kommt. Währenddessen immer wieder Bögen rausschmeißen. Die besten halt da rein tun. Ich könnte die auch alle verfeuern, ja, aber ich habe keinen Hopper, wo ich die alle rein tun kann. Also warten, bis die Horde kommt, von hier oben drauf, so gut es geht, runterschießen auf die Horde. Wenn das nicht mehr geht, dann reingehen und von drinnen durch die Gitter raus. Zwischendurch eh nach unten gehen, um zu gucken, ob irgendwo Löcher entstehen, um das denn gegen zu reparieren. So. Wrought Iron. 235 Eisen. Schmeiß mal die drei rein. Warum nicht? Turn on. Mach bitte Forged Iron. Ja, 23 Stück. Klingt okay. Damit ich das nutzen kann, zum Gegenreparieren. Okay, wieder hoch, 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 hoch. Blub. 20 Uhr. Okay, ich gucke jetzt nur mal die Skills an. Next Level Requirement 10. Könnte ich kaufen? Welchen Level habe ich jetzt gerade? Level 15. Nom, nom, nom. Achso, ich könnte es kaufen. Kriege ich den kostenlos, wenn sich die Anzeige da füllt? Oder was hat das mit dem Ding auf sich? Das ist doch ein Perk. Perk sollte ich doch gar nicht so bekommen. Also Skills ja, Archery zum Beispiel macht Sinn, dass wenn ich genau schieße, dass es dann nach und nach voll geht. Und wenn das denn ganz rot ist, bringt es von 11 auf 12. Aber einem Perk? Sehr komisch. The Fixer, was machst du? Reduce Repair Time. How much Repair Materials are used and amount of durability lost with each rank. Das klingt sehr praktisch. Kostet 10 Punkte, ja. Armors missing? Nein. Tools missing? Treasure Hunter? Nein. Better Lead than Dead. Rifle habe ich noch nicht. Nee. Hier, Pistolen. Outlaw. Pistolen machen mehr Schaden. Ja. Kaufe ich mal. Den nächsten Punkt kriege ich erst, wenn ich Pistolen auf Rang 20 habe. Was recht unwahrscheinlich ist. Ah, wird sogar angezeigt. Plus 11,3 Damage. Und durch den Skill mache ich plus 0,2. Das finde ich schön, dass mehr Daten einsichtlich sind für den Spieler. Miner 16. 20 mehr Blockschaden mit Mining Tools und 10% weniger Stamina-Verbrauch.
Das ist praktisch. Also nicht nur für eine eigentliche Mine, sondern auch, wenn ich jetzt irgendwelche Blöcke abbaue oder eine Couch zerlege und so weiter. Das benutzt ja auch alles den Mining-Skill von der Axt und der Picke. Klingt gut. Concrete Mixing. Unlocks the ability to make concrete and the cement mixer. Ja. Kaufen. Weil mit Concrete kann ich eine richtig schöne Mauer hier auch irgendwann drumherum ziehen. Pummelbeat. Für Blandwaffen. Das ist für Vorschlaghammer, ne? Almost missing Archery. Ich hätte noch 20 Punkte. Also so viele Perks habe ich gar nicht. Raises your minimum and maximum wellness bei 10 Punkte. Oh. Ich habe momentan kein Minimum Wellness und kein Maximum Wellness. Das ist sinnfrei. Ich denke, das wird 200 sein. Bis ich 200 erreicht habe, dauert das erstmal eine ganze Ecke. Nee. Den wollte ich nicht, weil ich gerne viel esse und viel trinke. Ach so. Das ist nur die Anzeige, wie viel man maximal haben kann. Also das ist 1 von 5, das ist 2 von 5, 3 von 5, 4 von 5, 5 von 5. Ich kann den Perk nicht skillen, weil es ein Perk ist und kein Skill. Okay, hat mich nur irritiert die Anzeige. Das ist gut. Also habe ich jetzt hier nichts falsch gemacht. Run, Forest, Run hat der Char jetzt auf 2. Also 20% weniger Stamina. Dann... Warum darf ich kein Sexosaurus sein? Weil ich 40 Punkte Athletik dafür brauche. Hier bräuchte ich Level 20. Später haben wir es eigentlich. Oh, es ist gleich. Ist gleich soweit. Oh, ich habe vergessen, das Ding zu setzen. Karte. Wo ist mein... Ah, doch. Ist da mein Bett? Nein, geh mal kurz raus. Ich muss zur Biokiste. Ja, ich höre sie. Naja. Geh, Biokiste, gib mir Cloth Fragment. Bau schnell ein Bett. Oh, Plant Fiber. Ich hab daraus Bögen gemacht. Gut, so. Okay, hoch. Nachladen bitte. Warte, ich kann nicht. Wow. Nicht durchschießen. Das ist doof. Gegen reparieren. Kein Eisen. So. Spikes machen die ganze Arbeit gerade. Ist gut. Das läuft aber absolut nicht so, wie ich es mir gedacht hatte. Krabbeln sich gegenseitig hoch. Das heißt, die sind gleich hier auf dem Dach drauf. Irgendwo habe ich auch gerade einen Schreier gehört. Also eventuell kommen jetzt durchgehend mehr Zombies, bis der Schreier tot ist. Hinten ist das okay? Ja. Und
Du bist nicht die Schreierin, nein. Ich zieh da runde Füße. Oh, Klick-Klick ist nicht gut. Oh, du, stopp. So. Es sind nur noch drei oder so. Oh. Genau, Beine weg. Keine Polizisten dabei. Keine richtigen Ferals. Es ist nur schweinelaut und sind viele. Oh, ich glaube, da kam gerade eine neue Welle an Gegnern. Kann das sein? Ja, da hinten kommen neue. Okay, einfach draufhalten. Einfach draufhalten. Die Spikes werden alle weg sein inzwischen, ne? Oh. Reparier. Leichen ohne Ende. Bist du eine Leiche, oder? Ja, bist eine Leiche. Schieß in den Bau. So, die ist auf dem Dach. Da ist okay. Da ist ein Loch. Das ist sogar gut, dass da ein Loch ist, weil den kann ich auch nicht runterschießen. Ich muss die Gitter alle wegmachen. Die drehen sich so komisch. Warte mal, tu mal lieber zu, dass sie nicht. Das ist schon zu offen. Nicht, dass sie jetzt unten reinkommen und mich dann gleich hier runtertreiben. Ich brauche drei. Oh, oh, oh. So. Ich brauche drei Reihen Spikes in die Richtung. Aber dass sie durch die Böden durchhauen können, ist ein bisschen doof. Lass mich endlich die Hinder töten. Wir haben schon 20 Pfeile im Arsch. Oh. Okay. Na, nächster. Die kommen jetzt ja alle hoch. Aber dass sie keine Beine haben, passt das. Wenn ein Laufender hier hochkommen würde, das wäre echt nicht schön. Nein, ha. So einer da zum Beispiel. Genau du. Willst nicht mal in den Stacheln reinlaufen? Das war dein Kopf. Genau, da sind ganz tolle Stacheln. Kannst super die Beine dran zerhackstückeln. Ich höre die Schreierin übrigens nicht mehr. Ich hoffe mal, die hat sich irgendwo selber erledigt. Und dass jetzt nicht noch eine Welle kommt. Also Pfeile hätte ich noch genug, aber trotzdem. Da unten die Spikes direkt, wo der Tür kaputt sind. Oh, 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 oh. Ich hab kein Iron mehr. Gehst du gleich ganz kaputt oder gehst du auf eine andere Stufe? Kaputt, kaputt, kaputt. Oh, oh. Okay, die sind drin. Okay, kaputt. Kaputt. Okay, sie versuchen jetzt nicht von drinnen nach oben zu kommen, sondern von da. Schreit hier so. Oh. Wie kommst du hier? Oh Mist.
Also entweder ist er da, da hoch oder er kann da dadurch krabbeln. Das wäre dann echt nicht so schön. Geschafft? Nein, ich höre noch was. Sapsch, sapsch. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Ah, doch, da. Was machen die Spinnenzombies in meiner Wand? Da ist was verpackt. Oder sie haben den Block da weggehauen und kommen jetzt nicht weiter hoch. So. Kann ich schnell die Tür bauen? Secure Wooden Door Craft. Tür da. Genau, seufz. Okay, töte den und dann baust du die. Yes. Warum komme ich nicht hoch? Warum? Weil die Treppe kaputt ist, okay. Was vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist. Ich sollte umsteigen auf Leiter und Trapdoor und nicht diese komische Treppe hier. Arrow to the knee. Immer und immer wieder. Und ich habe mein Bein gebrochen? Und wann ist das denn passiert? Okay, warte. Jetzt mal ernsthaft? Ich versuche gerade... Ist doch bestimmt auch für dich angenehmer, wenn ich dir nicht immer in die Beine schieße, oder? So ein bisschen zur Abwechslung. Kopf willst du wohl nicht, aber dann ist halt Po dran. Da unten kommt noch einer an, Kabel. Den kann ich aber vielleicht Kopf schießen. Nein, au, 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 au. Wirst du wohl. Tot? Tot. Kommt noch was? Ich höre Hunde. Aber es könnte nur Hintergrundgeräusch sein. Du mach mal. Oh, falsch. Doch lieber weiter beim Bogen. Tot? Tot. Okay. Okay. Du Bögen weg. So. Painkiller. Warum kannst du keinen Painkiller nutzen? So. Alles also falsches Ding. Hier, ertrinken. Ist halt doch sehr durstig gemacht, die ganzen Zombies zu töten. 92, ja, ruhig noch einen. So. Also, erste Horde überstanden. Und ich werde nicht wieder 3 Nächte jetzt damit verbringen müssen, alles hier zu reparieren. Ich denke, das wird schneller gehen. Die Leichen hier zerlege ich mal. Ich habe gehört, dass die früher dafür gesorgt haben, diese Gore-Piles, dass... Also zum einen können Zombies da dran hochklettern und zum anderen lockt es noch mehr Zombies an. Reicht das so? Bringt 2 Knochen. Geil. So, und das hier muss leider jetzt komplett weg. Also die Gitter da waren doof. Da mag man zwar durchschießen können, aber nur in einem recht doofen Winkel. Das heißt, ich kann nicht direkt hier nach unten schießen. Das heißt, die kommen weg. Müssen wir was anderes einfallen lassen. Eventuell diese Ausbaugeschichte, also einmal rum. Aber so oder so kommen die weg.